Es ist zwar schon ziemlich spät, aber vielleicht steht ja der Friedhofswächter noch draußen rum. Ich meine, der ist schon irgendwie ein ziemlich weirder Dude. Vielleicht steht der die ganze Nacht draußen. Okay? She acts strong, guckt zu seinem Heimatplanet. She was deeply distraught. Where did Melvin disappear to? The same goes for her mother, Candy. We never even got a chance to meet her mother. Did they get swallowed up into the Clarkson's vortex as well? We need to hurry, Zach. As of now, Patty could be in danger. Can't stop moving until we find the source to all this chaos. Das ist nicht der Friedhofswächter, das ist die Wyvern-Fahrerin. Die Wyvern-Fahrerin, was macht die hier? Even I can feel it. You almost got this sucker solved, ain't you? Hier, Kleiner, genau hier. Sieh nur, wie ich's gesagt habe. Die Signale sind eindeutig. Hier muss etwas sein. Ist die jetzt auch schon von den Alien-Signalen beeinflusst, oder wie? Was ist denn hier? Da ist ein UFO. Im Baum. Soll ich das mal abschießen? Ein Eichhörnchen. Okay. Ein UFO mit einem Eichhörnchen drin. Hat Eichhörnchenfell verloren. War's das? War das, wonach wir gesucht haben? Hier, Kleiner. Genau hier. Sieh nur, wie ich's gesagt habe. Die Signale sind eindeutig. Hier muss etwas sein. Ha. Sehr seltsam, ne? Was will sie mir damit sagen? Weil hier ist leider gar nichts. Hier ist ein Bienennest. Aber ohne Bienen. Wahrscheinlich, weil die alle um mich kreisen. Ich meine, es sind Bienen, die da um mich kreisen. Und keine Fliegen. Guckt. Das sind Bienensprites. Man sieht sie nur kurz, aber das sind 2D-Bienen. Naja. Ich glaube, der Gefängniswärter ist daheim. Kommen da wirklich nachts keine Bienen raus? Scheinbar nicht. Na gut. Der wird mir da drin zumindest als blauer Punkt angezeigt. Oh, ich kann gar nicht klopfen an die Tür. Okay. Das ist ja doof irgendwie. Sein Müll kann ich auch nicht durchsuchen. Unverschämtheit. Aber der ist da drin eigentlich in seinem Haus. Naja, dann werden wir wohl morgen wieder kommen müssen. Dann fahren wir jetzt erstmal ins Hotel zurück. Warum habe ich denn gerade einen Ohrwurm von Mario Sunshine? Von der Hauptwelt Palizza Delfino oder sowas. Hallo Chris! Wie geht's? Were you thinking about Galena too? And all the other women we've seen so far on our travels across the states. Zach, I'm right, aren't I? Wo ist denn? Bei der Kirche ist der nächste Schnellreisepunkt, genau. Mittlerweile, wirklich, ohne Witz, mittlerweile hängen mir diese Dialoge schon so zum Hals raus. Diese drei immer gleichen Monologe, die er immer raushaut, wenn man mit dem Skateboard unterwegs ist. Ich kann es nicht mehr hören. Ich steige schon manchmal absichtlich ab vom Skateboard oder fahr irgendwo dagegen, nur damit er endlich die Klappe hält. Man wird echt irre. Irre! Totally crazy, sagt Knacksi, der Knusperhase. Wenn ihr das Gefühl habt, der Name des Hasen auf meinem Kopf verändert sich ständig, dann liegt das dran, dass ihr zwischen Paralleluniversen hin und her wandert. Das ist die einzige Erklärung dafür. Deswegen. Hallo, The Cluedo, wie geht's? Okay, wisst ihr was? Ich glaube, wir gehen duschen und wechseln den Anzug wieder. Ich glaube wirklich. Es gibt nämlich auch Achievements fürs Duschen. Ich glaube, wenn man alle Achievements während des Durchspielens kriegen will oder möglichst viele, sollte man immer wieder anfangen zu stinken, maximal, bis die Leute sagen so, der stinkt aber, und dann duschen und einen neuen Anzug anziehen und dann, wer ist denn hier? Und dann das Gleiche wieder von vorne. Moment mal, die Barbesitzerin? Oh my lord, you sure look sharp today, Mr. York.
Also ich meine damit die Kegelbahnbesitzerin, Restaurantbesitzerin. Guck mal, die NPCs halten sich sogar die Nase zu, während sie mit mir reden. Das ist echt super. Entweder das oder der Hase hat mehrere Persönlichkeiten. Nee, ich glaube, es liegt an Paralleluniversen. Garantiert. Und nicht etwa an meinem Gedächtnis, dass ich nicht an den Hasennamen erinnern kann. Das ist albern. Mein Bruder gibt sich tough und unnahbar, aber in Wirklichkeit ist er ein sehr fürsorglicher Mensch. Ah ja, stimmt, der Hotelbetreiber ist ja ihr Bruder. Vielleicht ist sie deswegen hier. Wir verloren unsere Eltern, als wir noch ziemlich jung waren, also musste er sich um mich kümmern. Er hat mir Mutter und Vater und eigentlich die ganze Verwandtschaft ersetzt. Oh Mann. Guckt, solche Geschichten lernt man nur, wenn man immer wieder mit den NPCs redet. Ist das nicht irgendwie, das ist so nett an dem Spiel. Ich mag die Charaktere und die Story einfach. Und dafür nehme ich auch die technischen Macken in Kauf, die teilweise auch ihren Charme haben. Können Sie mit der Deko von diesem Klo was anfangen? Sowas von potthässlich, soll das Voodoo sein? Jedenfalls kann ich da nicht drauf. Es geht einfach nicht. Na dann. Ab ins Hotelzimmer. Erstmal duschen. Anzug müssen wir auch wechseln. Ne, warte mal. Wird der Anzug nicht sauber durchs Duschen? Nee, der Anzug wird nicht sauber. Okay, dann habe ich mich da vertan. Genau, dann gibt es wirklich... Der ist dreckig. Der ist noch so gut wie neu, aber dann muss ich jetzt die anderen beiden mal in die Reinigung schicken. Werden die instant gereinigt? Nee, 24 Stunden Reinigung. Okay, genau. Cool. Passt. Machen wir. Ja, passt. Ich glaube, wir können schlafen. Ich schlafe auch gleich irgendwie jetzt länger bis nachmittags, weil wir haben vormittags immer nie was zu tun in dem Spiel eigentlich. Weil die Kneipe macht erst zu spät auf. Gut, okay, in die Kegelbar könnten wir auch vormittags, aber mittags macht die dann auch wieder zu, macht erst abends wieder auf. Und ja... Ich würde auch gern mal den Arzt jetzt sehen, wie wegen meiner Erkältung. Wie gesagt, ich glaube, ich brauche Schüttelfrost eigentlich, aber vielleicht geht ja auch eine Erkältung. Tauscht ihr auch gegen den Game Boy Color, wenn es geht, schauen wir mal. Vielleicht beides. Vielleicht hat er eine gespaltene Persönlichkeit und Paralleluniversen. Hat er auch. Deswegen hat er ja eine gespaltene Persönlichkeit. Vielleicht reist auch nur der Hase durch die Universen, durch die Paralleluniversen. Und deswegen kommt quasi immer wieder ein anderer Hase auf meinen Kopf. Mit multipler Persönlichkeitsstörung bist du auf jeden Fall nie allein. Das stimmt. Das ist das Schöne. Ich habe von einem Kerl gelesen, der eine multiple Persönlichkeitsstörung hat, der das auch teilweise als sehr lustig und nett beschreibt mit verschiedenen Persönlichkeiten und nicht immer nur, wie man es in Filmen sieht, angsteinflößend und scheiße. Schon auch, gibt's natürlich, aber muss es nicht immer sein. Der hat da so eine Szene beschrieben, wie er auf Arbeit war und sein Chef hat ihn irgendwie angeschrien, weil irgendwie was, weiß ich nicht, ist ja egal. Auf jeden Fall hat sein Chef ihn wirklich angeschrien und dann hat er in seinem Kopf eine Stimme gehört, die gesagt hat, ich höre mir das jetzt nicht mehr lange an, der kann mich mal. Und dann hat er in seinem Kopf Schritte gehört und eine Tür, die zuknallt. Das ist schon ziemlich witzig, wenn eine Persönlichkeit in deinem Kopf quasi sagt, ich höre mir den Scheiß jetzt nicht mehr an, scheiß Chef, und dann hörst du, wie diese Persönlichkeit geht und eine Tür zuknallt. Das ist natürlich schon amüsant. Ja.
Was wollte ich machen jetzt eigentlich? Friedhof. Fangen wir mit Friedhof an. Zu dir kommen wir heute Abend. Nackter Saxophon-Man. Halt, ich möchte bitte zur Kirche. In die Kirche können wir jetzt auch mal nachmittags schauen. Vielleicht, wenn wir Glück haben, ist da jetzt der Arzt endlich mal. Wir hatten bis jetzt irgendwie kein Glück, weil ich glaube, vormittags hält der Priester immer Predigt und dann steht er ewig lang rauchen und dann ist er, glaube ich, kurz der Arzt und dann ist die Kirche zu. Und das ist wirklich gar nicht so leicht, finde ich, den als Arzt zu erwischen. Ja, ich hätte mir doch das aufschreiben sollen, wann wer was ist. Oder wann wer wo anzutreffen ist. Na, das ist eine winzige Kleinstadt hier, der Cluro. Die Kirche ist hier gleichzeitig die Arztpraxis. Also wenn man körperliche Gebrechen hat, muss man auch in die Kirche. Hier. Nee, er ist wieder nicht da. Und außerdem spielt in der Kirche immer seltsame Pianomusik. Und der Priester ist echt ein witziger Charakter. Den mag ich gern, weil er so abgedreht ist. Weil eigentlich die ganze Zeit nur pitiful, so pitiful sagt. Und weil ich ihm immer irgendwelche Dosen mit Spinat und Bohnen bringen muss. For the Lord hungers. Und das finde ich echt witzig. Aber leider ist er jetzt wieder weder Priester noch Arzt. Ich weiß wirklich nicht, wann man den überhaupt mal antrifft. Ich meine, ich weiß nicht, ob du den Anfang des Spiels mitgekriegt hast, aber die haben ja quasi auch die Leiche, weil es halt einfach kein Leichenschauhaus gibt und nicht mal eine anständige Arztpraxis, weil halt hier nichts passiert normalerweise, im Kühlhaus der Nahrungslieferantenfabrik gelagert quasi und so weiter. Das ist halt hier so in diesem Ort. Das weiß ich, das könnte schwierig werden, das stimmt, wo du deine Hormone herkriegst. Ob das der strenggläubige Pfarrer mitmacht, wer weiß. Ich meine, der ist evangelischer Pfarrer, die sind nicht ganz so Hardliner, oder? Vielleicht geht das da noch. Also wenn der Pfaffe einen gezwirbelten Schnurrbart und ein Monokel hat, sollte es nicht wunderlich sein, wenn auf einmal Zombies rumlaufen. Warum? Wo ist denn das so? Das weiß ich nicht. Hallo Ars, wie geht's? Sein Auto parkt aber hier. Das ist, glaube ich, sein Auto. Ich weiß es wirklich nicht. In Borderlands? Ach so, in Borderlands. Aber das ist doch Sir Hammerlock mit dem Monokel und dem gezwirbelten Bart. Der Arzt ist doch... Der sieht doch anders aus. Der hat immer diesen Mundschutz. Und diese zurückgegelten Haare. Dr. Ned. In Teil 1 habe ich den jetzt nicht vor Augen. Sieht Dr. Ist der... Dr. Set, Dr. Ned, ich glaube, ich weiß schon. Da gibt es ja verschiedene und in dem Zombie-DLC ist irgendwie dann irgendwie sowas, ne? Habe ich so in Erinnerung, ich weiß es nicht mehr. Protestanten sind gemäßigter als Katholiken, glaube ich. Ja, ich glaube eben auch. Aber der hier nicht. Der hier ist krass drauf. Also, der Priester hier in dem Spiel ist, ich glaube, der ist ziemlich krass. Ich glaube, der ist super... Super Hardcore-Erzkonservativ. Ach so, ich wollte zum Friedhof. Jetzt kann ich mich wieder erinnern. Dr. Zed ist der Normale. Genau, Dr. Ned, der böse Zwilling. Ja, der eine Zombie-Apokalypse auslöst. Jetzt weiß ich schon wieder. Dieses, The Cluedo, dieses Missing JJ-Spiel, das ich da gepostet habe, ist übrigens auch von Swery, von dem eben auch Deadly Premonition ist. Deswegen bin ich überhaupt auf das Spiel gestoßen und hab's durchgespielt. Und, aber total naiv. Ich wusste überhaupt nichts von dem Spiel. Ich wusste auch überhaupt nicht, welche Themen das behandelt oder so weiter. Und hab ehrlich gesagt bei meinem Playthrough überhaupt nicht gecheckt, dass das irgendwie eine Transgender-Persönlichkeit oder die Probleme, mit denen Transgender-Menschen sich rumschlagen müssen, abbilden soll. Ich hab das wirklich, bin da naiv reingegangen und hab's genauso naiv gespielt und bin irgendwie
wie so ein Trottel habe ich es einfach durchgespielt und mir so gedacht, ja, ist auch ganz nett. Und erst im Nachhinein, als ich es dann gelesen habe, wurde mir so einiges klar. Wir verhungern! Und zwar krass, ich habe mir schon gedacht, warum ist unsere Lebensenergie so niedrig? Und warum ist unsere Ausdauer so weg? Weil wir verhungern total. Ich habe auch nichts mehr zu essen in meinem Etui. Ich muss danach echt mal dringend was essen gehen. Aber jetzt erstmal mit unserem Lieb reden. Wegen dem Spiel, das ich auf Discord geschrieben habe. This The Missing JJ bla 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 bla. Irgendwas. Das ist quasi auch von Swery, der Deadly Premonition gemacht hat. Deswegen bin ich überhaupt auf das Spiel gestoßen. Und ich habe das aber ohne Vorahnung gespielt, total naiv. Und habe ehrlich gesagt bei meinem Playthrough überhaupt nicht gecheckt, dass es da um Transgender gehen soll. Das habe ich nur erzählt gerade. Aber von anderen habe ich dann nachträglich gehört, dass das anscheinend irgendwie wirklich so ein... Also viele finden das deswegen ganz toll. Bieb, ratatatatata. Da bist du ja wieder, York. Es gibt nämlich ja in Deadly Premonition 2 auch einen Transgender-Charakter, aber sehr viele Transgender-Personen waren relativ unglücklich mit der Darstellung, weil unser Protagonist zwar eine glühende Rede für Toleranz hält, aber dann in der nächsten Szene diesen Transgender-Charakter deadnamed. Und das macht er dann auch immer wieder. Und da hat sich jetzt eben der Swery dafür entschuldigt. Der hat gesagt, das war wirklich nicht seine Intention. Das ist auch, also man muss auch dazu sagen, dass das für den Fall wichtig ist, wie der Name früher war von der Frau. Aber ist halt trotzdem, hat halt viele verletzt einfach, viele, die das gespielt haben. Und der schreibt jetzt tatsächlich das Spiel um. In einem Patch kommt jetzt quasi, werden die Cutscenes umgeschrieben, damit das nicht mehr vorkommt. Deadname bedeutet, dass man quasi den alten Namen, den Geburtsnamen benutzt bei einer Transgender-Person statt den echten Namen. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Da bist du ja wieder, York. Und wie es aussieht, hast du alle Fleur-de-Lis im dritten Album gefunden. Wunderbar. Moment mal, ich glaube, jetzt ist er gar nicht im Roboter-Modus, oder? Ach, ich mach trotzdem weiter. Vielen Dank für deine Bemühungen. Und hier ist deine Belohnung. Haltbarkeit plus 2. Das ist aber mal eine lausige Belohnung. Muss ich schon sagen. Beep. Achso, das sagt er selber noch. Muss ich nicht vorlesen. Mein Vater macht das immer noch. Auch noch. Ich versuche es weitgehend zu ignorieren. Ja, aber macht er das vielleicht, weil ich kann das auch verstehen, dass da vielleicht die Umstellung für Angehörige teilweise schwierig ist, einfach aus der Gewohnheit. Und dass man das vielleicht, ohne drüber nachzudenken, versehentlich macht. Oder? Weiß ich jetzt nicht, aber das könnte ich mir... Also, ne? Ansonsten ist es natürlich nicht nett. Gelinde ausgedrückt. Als Gegenleistung für deine Hilfe werde ich dir ein Geheimnis verraten. Aha, vielleicht drückt er jetzt endlich mit der Wahrheit raus, Zack. Bist du bereit, York? Da ist es, das erste Grab, das angelegt wurde, nachdem ich hier meinen Dienst als Friedhofswärter angelegt habe. Das ist mehr als 100 Jahre alt. Meinen Sie nicht ein anderes Grab? Nein, es war dieses Grab ganz sicher. Soll das heißen, dass Sie schon länger als 100 Jahre hier... Ja, das trifft... Was? Das trifft es nicht ganz. Ich habe schon miterlebt, wie die Bürger dieses Landes gegeneinander in den Krieg gezogen sind. Ich war sogar schon dabei, als die ersten französischen Siedler hier ihre Hütten bauten. Was? Und wie alt sind Sie dann, wenn ich fragen darf? Alter... Ist für uns ein Konzept ohne Bedeutung, verstehst du? Aber genug davon. Hier, das ist das vierte Album. Okay. Und wenn ich das Album fertig habe, werden Sie mir dann endlich reinen Wein einschenken? Aber natürlich, York.
Wir nehmen unsere Vereinbarungen immer sehr ernst. Unser galaktisches Abkommen, Flür, Vertrag, Verrat. Piep, 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 piep. So ein Mist, Zack. Wir waren so nahe dran. Es hilft alles nichts. Wir müssen wohl weiter nach den Regeln spielen. Ich finde die Quest wirklich interessant. Ich würde echt gern wissen, wie es da weitergeht. Aber dieses blöde Fotosuchen ist schon ein bisschen nervig. Aber es ist schon auch cool. In Fellbindung diesmal. So, so. Der ignoriert das. Ah, das ist natürlich scheiße. Wer der Meinung ist, dass er ein Recht hat, seinen alten Namen weiter zu benutzen. Naja. Weil ich ja unter den Namen getauft wurde. Oh Gott. Hey, ich meine nichts gegen deinen Vater und so. Ich kenne den nicht, keine Ahnung. Aber, oh Gott, ey. Ohne Scheiß. Ich meine, es ist ja auch nicht unbedingt so, als ob du gefragt worden wärst damals, ob du auf den Namen getauft werden willst. Insofern kommt ja noch dazu. Naja. Wir brauchen jetzt was zu essen. The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps. Apropos Taufen, ich habe mich zweimal taufen lassen, wirklich? Wie das? Verschiedene Religionen oder? Ja, muss fast, oder? Oder wie? Oder was? Ich hätte im Hotel noch was essen sollen, Mensch. Die erste Taufe als Säugling, die zweite Taufe bei der Konfirmation. Aha, ist das üblich? Oder was ist dann... Aber... Ich verstehe das nicht. Erkläre. Aber der Name, kirchlich gesehen, bleibt der gleiche, ne? Oder wie? Oder was? Ich dachte, wenn man getauft ist, sind wir getauft. Und fertig. Ich wusste nicht, dass das geht. Man hat die Wahl, ob man das möchte. Aha. Ich wollte es, da man als Säugling ja auf jeden Fall immer die Wahl hat. Was? Ah ja, okay. Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich wirklich nicht. Ich könnte auch überhaupt nicht sagen, ob ich dann irgendwie... Aber Konfirmation ist das... Das ist evangelisch, ne? Ja, genau. Ich war ja quasi katholisch. Bei mir war das ja dann die Firmung, oder... Da gibt's noch was. Da gibt's die Firmung und dann, wenn man ein bisschen älter ist, noch was. Oder ein bisschen davor. Aber ich weiß das gar nicht mehr, wie das heißt. Und ich weiß auch nicht mehr, was man da macht. Aber da gibt's mehrere so Events irgendwie. Hallo, Kelly Killer. Ich bin ja offiziell immer noch in der Kirche, aber ich werde bald austreten. Will ich eigentlich schon ewig machen, ich bin nur zu faul. Firmung und Kommunion, genau das ist es. Die Kommunion, meine ich.